So, und hier sind wir wieder mit Let's Play Sudeki. Moskito-Saugstachel. Und eine Truhe. Oh, nee. Dafür brauchen wir erst den nächsten Charakter, Buki. Die kann sich da langhangeln. Oder nach da? Das Hinterland? Nee. Wir müssen schon da lang. Fähigkeitshalber. Komm mal auf. Nein, immer noch keine Fähigkeitshalber. Schimmergetränk. Hauptsache Fertigkeit. Ich will den Himmelskreis benutzen. Oh, ich wurde getroffen. Oh, erstes Mal. Die auf. Ein bisschen in Deckung gehen, damit wir hier gut auswählen können. FP. Hauptsache FP. So, jetzt zeige ich euch Himmelskreis. Eine meiner Lieblingsattacken. Okay, es hätten mehr reingekommen. Doch, diese Attacke ist doch cool, oder? Habe ich jetzt wieder volles. Ah ja, genau, wegen diesem Tank. Der hat ja nicht nur Fertigkeitspunkte gebracht. Oh, mehr Wölfe. Rote Wölfe. Ne, Wolofe sind's ja. Komm, Himmelskreis. Anni, du hast ja keine Fertigkeitspunkte mehr. Haha. Und schon wieder hat. Wie heißt der nochmal? Der Mann mit dem silbernen Waschbrettbauch. Tochter von Sudeki. Tetsu, wieder den Stopp-Knopf gedrückt. Meisterin von Magie, Licht und Schönheit. Ruf sie in der Not und ihr mystisches Licht wird deine Seele trösten. Okay. Jetzt kriegt sie ihre Finalattacke. Und ihre neue Rüstung. Schick. Warte, ich verstehe nicht, was du meinst. Ich muss mehr wissen. Komm zurück. Tetsu? Ja. Olivites, Königin des Lichts. Banne die, die uns angreifen. Juhu. Da geht's weiter, ne? Genau. In die Richtung. So. Da lang. Und da hinten ist wieder ein Fass. Ich wiederhole mich. Ach, egal. Hier lang. Ich weiß, ich bin ein sauschlechter Let's Player, aber es ist mein 7. oder 8. Part. Ich weiß es nicht, ich habe auch vergessen zu zählen. Aber ich hoffe, ich werde noch besser. Kampf? Kampf? Nö, kein Kampf. Ah, schöne Musik. Was ist das für ein Instrument? Gibt es so ein Instrument, was solche Töne macht? So. Ich finde die Musik schön. Ein Händler. Oder der Händler.
willkommen bei... Camo, oh Mann, kein dummer Spruch. Verkaufen wir einfach alles. Weg. Alles weg. Ne, die nicht. Wir sparen mal ein bisschen. So. Sparen ist immer gut. Schön den Sparschrein legen. Dann hat man irgendwann, oder noch ein besseren, man eröffnet ein Konto, legt da Geld drauf und spart eine Weile. Das gibt Zinsen. Schick. Ich lese es nicht vor. So schlecht, wie ich lesen kann. Okay. Und ein Schmied. Aha. Sie können ihre Waffe auch, glaube ich, verstärken. Ihr benötigt Waffen und... Ja. Oh, er verkauft auch. Waffen und Rüstung. Na gut, dann gib her. Wenn ihr im Kampf überlegen sein möchtet, verzaubert eure... Okay. Ich will eigentlich was kaufen, aber... Ich habe wahrscheinlich eh nicht genügend Geld. Was haben wir denn hier? Oh, das hier, genau. Ich kaufe mir den Seelenbiss. Und mehr Geld haben wir auch wiederum nicht. So. Eingekauft haben wir schon. Kümmern wir uns mal nicht um Nebenaufgaben. Ach ja, ich brauche erstmal ein Einverständnis von diesem Häuptling da. Der in seine Hütte da hinten irgendwo hat. 25 Gulden. Da hat er seine Hütte drin. Ah. Randalieren wir mal ein bisschen und zerschlagen Vasen. Ah, noch mehr Vasen. Randalieren wir hier rum. Es sagt auch keiner was. Also können wir es auch einfach machen. Oh, noch mehr zum Randalieren. Uhu. So. Uhu. Und was ist das? Aquaman oder? Willkommen. Wir freuen uns. Okay. Eure Freunde und Buki sind bereits am Tempeleingang. Okay. Nehmt diesen Speer als Zeichen. Okay, jetzt können wir da durch. Neue Stufe. Oh, Levelaufstieg, nicht neu. Egal. So. Jetzt können wir da durch und verteilen wir eben noch die Punkte. Auf M. Punkte hier. Geben wir ihr mehr Energie. Gut. Das ging schnell. Die 10 Minuten sind fast vorbei, aber ich mache hier Schluss. Wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Part. Euer Jonas. Ciao.